Das Feuer ist halt auf der ganzen Fläche, wo es gebrannt hat, im Unterholz bzw. unter die Wurzeln von bereits gefällten Bäumen oder in totes und liegendes Holz gekrochen, sodass wir jetzt manuell das Feuer bekämpfen, sprich mit Schippe und Hacke und dann immer wieder nachlöschen. Das ist halt sehr personal- und zeitintensiv, sodass wir zurzeit auch schon wieder mit 120 Einsatzkräften hier vor Ort sind und mit einer ganztägigen, wenn nicht sogar noch in den morgigen Tag hinein, Einsatzdauer rechnen. Sammelwasserversorgung ist natürlich für diese Art von Feuer nicht ausgelegt, sodass wir jetzt mit dem Pendelverkehr über Großtanklöschfahrzeuge bzw. mit Unterstützung des Aggerverbandes hier Wasser zuführen. Das Feuer gestern zum Stillstand gebracht werden konnte an der Schneise, da wird jetzt die Schneise verbreitert und geräumt mit Hilfe, das organisiert der Landesbetrieb Holz und Wald. Die machen uns da eine breite Schneise, das Totholz wird da noch umgelegt und aus dem Wald gezogen, beziehungsweise auch noch Borkenkäferholz, dass das Feuer da nicht weiter überläuft. Das ist halt unsere große Sorge, dass mit dem stark zunehmenden Wind, dass das Feuer wieder entfacht und in den noch stehenden Fichtenbestand einläuft und dann wieder die Wohnbebauung da gefährdet. DRK und THW unterstützen uns, DRK im Bereich Versorgung, also mit Lebensmitteln, ne? Warmverpflegung und Getränken. Ganz großes Lob auch die Anwohner hier, immer wieder Leute kommen, uns belegte Brötchen bringen und Kaffee, was ganz lieb, nett. Da haben wir also eine sehr, sehr positive Rückmeldung aus der Bevölkerung.